Schönen guten Tag, Leute. Willkommen im Tigerhärtenclub. Bei uns heute zu Gast, ich mach mal Platz, sind Carla und Florian. Unser Thema ist heute Einrad Freestyle. Euch beiden geht's gut, oder? Ihr ja. Seid sicher da oben perfekt. Wie man auf so einem Einrad überhaupt die Balance hält, das klären wir in den nächsten 60 Minuten. Wir sehen die beiden in Action. Und natürlich könnt ihr zu Hause eine kleine Glückstigerente gewinnen, indem ihr jetzt mitspielt in der Kika Quiz App. Und bevor ich noch einen Drehwurm bekomme, geht's jetzt los mit den Tigerenten und den Fröschen. Tigerentenclub mit Günther Kastenfrosch, Club DJ Max. Und hier sind Muschda und Johannes. Hey, Leute. Herzlich willkommen im Tigerentenclub. Schön, dass ihr da seid, Leute. Heute werden wir zwei Fragen beantworten. Wer muss unter die Schleimdusche und wer bekommt den Goldpokal? Vielleicht sind es ja meine Superfrösche aus dem Saarland. Vielleicht, vielleicht. Wir sind für euch Finn, Yannick und Clara. Herzlich willkommen, cool, dass ihr da seid. Und ihr habt eine mega tolle Klasse mitgebracht, die 6.1 von der Nikolaus-Großgemeinschaftsschule aus Lübeck. Herzlich willkommen! Und jetzt freue ich mich riesig auf meine Tigerenten. Ladies Power ist angesagt. Hier sind für euch Marlene, Emilia und Valentina. Hallöchen! Willkommen im Tigerenten-Club. Sie werden unterstützt vom Edith-Stein-Gymnasium aus Speyer. Zwei starke Teams, die heute gegeneinander antreten und wir wollen sie ein bisschen kennenlernen. Wir kommen zum Schulcheck. Valentina, eure Klasse hier, wie ist denn die so drauf? Beschreib sie mal. Also wir sind auf jeden Fall alle total unterschiedlich, aber wir verstehen uns richtig gut und es macht eigentlich jeden Tag richtig viel Spaß in der Schule. Was ist denn in der Pause so eure Lieblingsbeschäftigung, Emilia? Ich glaube, reden. Viel quatschen? Ja. Und ihr habt ja auch einen Lehrkörper mitgebracht als Unterstützung. Wie ist denn eure Lehrerin so drauf? Frau Rode ist super nett und super hilfsbereit und sie erklärt einem alles, bis man alles versteht und sie ist super cool und sie macht sich auch gerne zum Affen, Hauptsache du verstehst. Echt? Zum Affen machen ist super heute mit der Schleimdusche. Sie sind gewappnet? Ich bin gewappnet, ja. Wann kriegt Frau Rode denn einen roten Kopf und es kommt hier so links und rechts raus aus dem, Rauch aus dem Ohr? Sobald wir die Hausaufgaben vergessen. Ganz aber schlecht. Ihr vergesst ja nie die Hausaufgaben, oder? Nee. Wir doch nicht. Hausaufgaben haben wir immer dabei. Ja, natürlich. Der Schulcheck mit der Nikolaus-Groß-Gemeinschaftsschule. Vorher noch ganz kurz die Frage an euren Lehrer, Herr Rabowski. Das ist die Klasse 6.1. Ganz genau. Ich kenne das noch so, bei uns gab es immer so Buchstaben, 6a, 6b. Und bei euch sind das nur Zahlen oder wie kommt's? Genau, bei uns sind das Zahlen, die anstatt der Buchstaben funktionieren. 6.1 also, die Nummer 1 hier am Start. Bereit für den Schulcheck? Ja. Gut, es geht los. Die besten Schultage an eurer Schule sind? Samstage und Sonntage. Ist klar. Euer Team holt den Goldpokal, weil? Wir hier ganze Unterstützung mitgebracht haben. Boah, richtig gut. Und euer Lehrer, Herr Rabowski, unterstützt euch auch richtig mit vorne dabei, weil? Er wird einer der besten Lehrer ist. Einer der besten Lehrer mit am Start, sehr gut. Das sind richtig gute Voraussetzungen für einen Sieg. Und deswegen starten wir jetzt mit dem Kampf um die Notbremsen und kommen zum Team. Check. Wir spielen Füttern erlaubt. Und zwar muss dieses Nilpferd hier gefüttert werden. Liebe Frösche, liebe Tigerten, geht auf Position. Das Nilpferd hat Hunger und möchte Wasser und Honigmelonen. Genau, die stehen nämlich vor euch. Ihr schnappt sie euch und habt insgesamt 45 Sekunden Zeit, diese Puff genau hier zu versenken. Es geht los in 3, 2, 1, go! Auf geht's, Mädels! Ja, sehr gut! Janik, Valentina, Konzentration! Das war ein Treffer für die Frösche. Oh, knapp! Weitermachen, Leute! Gar nicht so einfach. Die Bälle fliegen immer wieder raus. Wartet am besten, bis das Siegfeld direkt vor euch ist. Nicht so hektisch werfen. Nur die Ruhe, mal wieder in Ruhe. 20 Sekunden noch. Ihr schafft das, ihr schafft das. Läuft das richtig gut für die Frösche. Ja, nee, komm schon. Clara. Jetzt aber Finn. Los, gib alles. 4, 3, 2, 1, vorbei. Stopp. Nein. Ui, ui, ui.
Wow, ich habe hier einen Ball gefunden bei den Tigerenten. Ist einer drin oder liegt der oben? Der lag oben drauf. Ja, netter Versuch, aber. Ja, ich hab's probiert. Also, ich glaube, unser Nilpferd ist noch ganz schön hungrig, denn ich zähle hier keine einzige Honigmelone, aber immerhin zwei Wassermelonen. Erste Notbremse für die Frösche! Ja! Nicht schlimm! Clara, was war das Schwierigste an dem Spiel? Erzähl mal. Ich fand das sehr schwierig, dass das sich so gedreht hat und ich habe nie den richtigen Zeitpunkt getroffen. Ne? Wer das Schwerste war das Maul zu treffen. Ja. Im Tigerentclub geht es aber nicht nur um Notbremsen, sondern wir unterstützen auch zwei tolle Projekte der SWR und SR Herzenssache. Also wenn es richtig gut läuft, ja, dann gibt es ja 600 Euro das ist korrekt. Und einen Goldpokal. Das ist korrekt. Und wenn es auch richtig gut läuft, gibt es 400 Euro und die Schleimdusche. Herr Rabowski, wie sieht's aus? Schleimdusche oder 600 Euro? Lieber 600 Euro. Okay, und wohin spenden wir die? Das geht an das Projekt Anti-Stress-Training für Familien in Saarbrücken. Super, ein schönes Projekt, da ist das Geld auf jeden Fall gut aufgehoben. Und vielleicht gibt es ja auch nur 400 Euro und eine kostenlose Schleimdusche. Wie wäre das, oh, Frösche? Wäre das gut? Nein. Keine Schleimdusche? Nein. Oh, ihr seid ja richtig gut drauf. Alles klar, 600 Euro für wie uns. Wie sieht es bei uns Tigerenten aus? Wollen wir gewinnen oder wollen wir Frau Rode unter die Schleimdusche schicken? Gewinnen! Okay, ja. Okay. Manchmal heißt es auch Schleimdusche. Ihr habt euch aber auch ein super Projekt ausgesucht, Frau Rode. Wohin gehen denn unsere, wenn wir gewinnen, 600 Euro? Ja, die gehen bei uns nach Heidelberg zu einem Projekt für Familien, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Und vor allem geht es um die Kinder. Die Caritas unterhält dann einen Kindergarten und einen Hort für die Schulkinder und für die noch älteren Sozialarbeit, damit die auch einen guten Start ins Leben haben. Zwei tolle Mannschaften, zwei tolle Projekte, die natürlich unterstützt werden von uns im Tigerentenclub. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, das ist das Froschhüpfen. Jawohl. Finn tritt für die Frösche an. Komm Emilia mit. Für die Tigerenten. Und Finn, du kannst nicht nur besonders gut hüpfen und dir Dinge merken, du spielst auch gerne Theater. Ja. Erzähl mal, was spielt ihr da gerade? Was ist so deine Rolle und welche Rollen magst du besonders gerne? Also im Moment spielen wir die verkaufte Insel. Und ich spiele die Rolle, also sozusagen der Bösewicht, dass ich die Insel gekauft habe und Casinos da drauf bauen will und das Watt einbetonieren. Und verrätst du uns auch das Ende der Geschichte oder müssen wir dafür zur Aufführung kommen? Dafür müsst ihr zur Aufführung kommen. Alles klar, gut. Dann wollen wir das an dieser Stelle noch nicht verraten. Emilia, ihr seid eine reine Mädchenschule. Da frage ich mich natürlich, vermisst ihr manchmal die Jungs oder geht es auch ganz gut ohne? Es geht auch ganz gut ohne. Geht auch ganz tschüss, gut ohne. Johannes. Ja, nee, aber darf ich wenigstens heute noch ein bisschen bleiben? Vielleicht. Das ist nett. Hier, eine Frage habe ich noch. Was war denn dein schönstes Urlaubserlebnis, Emilia? Das war mit meiner Cousine und mit meinem Onkel. Wir waren auf Mallorca in einer Finca und haben dort alles Mögliche gemacht. Das sind Ingo und Hanna? Ja. Und was macht ihr so mit denen, wenn ihr im Urlaub seid? Blödsinn. Blödsinn, das klingt gut. Wollen wir Ingo und Hanna grüßen? Ja. So, dann bitte in die Kamera. Hallo Ingo, hallo Hanna. Hallo. Hallo. Ingo, Daumen hallo. Drücken jetzt. Willkommen zum Froschhüpfen. Der Computer gibt euch eine Hüpfreihenfolge vor. Es sind 10 Felder. Ihr müsst sie euch merken. Wer sich die meisten merken kann und nachhüpfen kann, der bekommt diese Notbremse. Gut aufgepasst, ihr zwei. Hier kommt eure Hüpfreihenfolge. So, jetzt dürft ihr euch in die Mitte stellen. Wir drücken euch alle die Daumen. Oder Frösche und Tigerenten? Ja, es geht los in 3, 2, 1, go. Bist du mitgekommen, Mustafa? Also am Anfang sind sie noch gleich gehüpft. Genau. Und dann ging es auseinander, aber ich weiß nicht, was stimmt. Keine dann Ahnung. Eine links, der andere rechts. Genau. Emilia, was sagt dir dein Bauchgefühl? Ja, nicht so gut gewesen. Ja, nicht so gut. Und dann schauen wir uns das Ergebnis von Emilia an und wir zählen alle mit. Eins. Ein Feld, richtig. Wir mussten nicht so lange zählen. Oh. Ein Feld ist ein Feld.
Jetzt frage ich mich natürlich, weil ihr seid echt ein bisschen synchron gehüpft, Finn. Haben wir mehr als einen richtigen Treffer? Dann glaube ich eher nicht. Also vielleicht erzähle ich euch mal, wie ist denn dein Gefühl? Ja, dann auch so ein, zwei. Also aber jeder eine Notbremse wäre auch okay, oder? Na, wir schauen erst mal rein. Guck mal. Eins. Habt ihr euch abgesprochen, ihr zwei? Hey. Nee. Ja. Dann wird zusammengearbeitet. Ja. Dann dürfen wir jetzt alle feiern, denn das bedeutet, es gibt jeweils eine Notbremse. Emilia, Notbremse geholt, oder? Was immer mehr. Super. Ein richtiges Feld reicht für beide Teams. Das heißt Notbremsen, Teilung. Ein Punkt für die Tigerenten, ein Punkt für die Frösche. Und bei uns im Clubraum geht es heute darum, das ist ein Einrad. Aber es geht nicht genau ums Einradfahren, sondern um die Sportart Einrad Freestyle. Vor ein paar Wochen fanden die deutschen Meisterschaften statt. Und wir waren dabei und haben zwei junge Talente begleitet. Die deutsche Meisterschaft im Einrad Freestyle. Lange haben die insgesamt 266 teilnehmenden Fahrerinnen und Fahrer dafür trainiert. In unterschiedlichen Disziplinen und Altersgruppen treten die Talente aus 28 Vereinen gegeneinander an. Bunt und originell ist das Programm. Und die Aufregung am Finaltag ist natürlich groß, denn jeder möchte den Titel holen. Für die beiden ist das ein echtes Heimspiel, denn der Verein von Carla und Florian richtet diese Meisterschaft aus. Ein letztes Mal fahren sie sich vor ihrem Auftritt warm. Noch am Vortag haben sie sich für das Finale qualifiziert und über ein Jahr haben sie dafür zusammen geübt. Und jetzt heißt es Showtime. Schon die kleinsten Fehler bedeuten Punktabzug und die Konkurrenz ist stark. 12 Jurymitglieder bewerten die 3-minütige Kür der beiden nach Technik und Präsentation. Geschafft! Und auch in der Einzelkür tritt Florian als Favorit an. Noch im Sommer konnte er mit seiner Kür den Vize-Weltmeistertitel holen. Und auch dieser Meistertitel ist jetzt zum Greifen nah. Ein voller Erfolg für Florian. Er fährt sich an die Spitze der Meisterschaft und jetzt zu uns in den Tigerentenclub. Genau, denn wir wollen heute mehr überfahren über Einrad Freestyle mit Carla, Florian und ihrer Trainerin Tamara. Schön, dass ihr hier seid, Mensch. Freut uns auch sehr. Hallo. Flo, erstmal Glückwunsch, deutscher Danke. Meister. Wie aufgeregt warst du bei dir bei dieser Meisterschaft? Ja, schon ein bisschen. Ja, Nervosität war auf jeden Fall da. Während der Kür ist dann aber wieder gegangen. Und es ist ja richtig gut ausgegangen. Wir werden euch gleich noch in Action sehen, kann man jetzt schon an der Stelle verraten. Vorher, Tamara, du musst mir einmal kurz erklären: Einradfahren. Verstehe ich, aber was ist das Besondere an Einrad Freestyle? Das Besondere am Einrad Freestyle ist, dass es eben nicht nur um die Technik geht, also nicht nur darum, irgendwelche Tricks zu zeigen, sondern dass auch einfach die Performance und das Konzept bewertet wird. Also man fährt immer auf ein Thema, man hat eine passende Musik dazu und ein Kostüm an und ja, dieser Schauaspekt kommt sozusagen zum sportlichen Charakter noch dazu und es ist eine ganz faszinierende Mischung. Ich stelle mir das richtig schwer vor, so die Balance zu halten. Carla, wie oft trainiert ihr in der Woche und wie läuft so ein Training ab? Also vor Wettkämpfen tun wir so öfters trainieren, so 4 bis 5 Mal in der Woche. Mhm. Und wenn gerade keine Wettkämpfe sind, dann normal so 3 Mal in der Woche. Und dass man ab und zu mal runterkracht, gehört wahrscheinlich dazu, oder? Ja. Sag mal, ihr beiden seid richtig erfolgreich. Also deutscher Meister, Vize-Weltmeistertitel, baden-württembergischer erster Platz. Ist ja richtig Wahnsinn. Wann habt ihr denn angefangen mit dem Einrad-Freestyle? Ich habe am 28. Oktober 2016 angefangen. Auf den Tag genau, sehr gut. Und warum damals? Also wie kamst du dazu? Mama, Papa oder? Nee, ich wollte einfach eine Sportart haben, die nicht jeder macht. Und
da es ja sich ein bisschen umgesprochen hat, dass es in meinem Dorf einen Einradverein gibt, habe ich das dann mal mir angeguckt auf YouTube und es hat mir Spaß gemacht. Dann bin ich das erste Training gegangen und das hat mir mega Spaß gemacht und ja, so bin ich dazu gekommen. Und wann hast du angefangen? Ja, ich habe 2015 angefangen und meine Schwestern haben schon ein Jahr vor mir angefangen. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, weil ich das cool fand. Und was ich so toll finde, ihr habt uns Kinderbilder von euch geschickt, da sehen wir euch im Hintergrund. Wisst ihr noch, wie alt ihr da ungefähr wart? Ja, also ich war 7 Jahre alt, da bin ich meine ersten Kühen gefahren. Und du, Flo? Ich war 9. Wir werden ja gleich diese Kür von euch mal sehen, zumindest ein kleiner Ausschnitt. Tamara, was sehen wir genau? Wir sehen einen kleinen Ausschnitt aus der Paarkür im Sägewerk Bad Segeberg. Die erste Minute, die Kür geht normalerweise 3 Minuten. Und warum das Ganze Sägewerk heißt, also warum die Kür sich darum dreht, erfahrt ihr gleich. Vorher sind die Teams gefragt, die Tigerenten und die Frösche. Dazu brauchen wir diese wunderbaren Bälle. Wir spielen nämlich alle Viere. Was ihr machen müsst, ihr müsst erstmal diese Bälle in die Hand nehmen. Das ist Schritt 1. Okay, geschafft. Dann geht ihr mit diesem Ball nach vorne und dürft euch aussuchen, ob ihr ihn in diesem 7 habt ihr zur Auswahl versenkt. Und am Ende brauchen wir eine Viererreihe, ganz egal, waagerecht, senkrecht oder diagonal. Geht alles. Ihr spielt das zusammen, also ihr könnt euch absprechen und habt auch wirklich keinen Zeitdruck bei diesem Spiel. Alles klar, Frösche? Ja. Alles klar, Tigerenten? Dann, weil die Tigerenten hinten liegen, dürfen wir auch anfangen. Es geht los! Ja. So, Yannick geht nach vorn, aber ihr dürft natürlich helfen. Ja, mach drei. Am Anfang gibt es dann nicht sehr viel offen. Die klackern. Ja, bleib mal ein bisschen da vorne. Ich würde sagen 4. Mach 4. Nein, die 4. Links neben dran, die 4. Mach 2. Beratet euch gerne. Das dürft ihr, das sollt ihr. Ja, nicht. Mach jetzt die 5. Die 5, oder? Nee, sonst würden die anderen schon 3 Felder haben und dann. Einfach genau das gleiche Muster. Die Mädels scheinen einen Plan zu haben. Das da sehe ich schon gut. Eine Dreierreihe. Muss man aufpassen. Dann nicht in die 5. Nicht in die 5? Doch, mach in die 5. Nein, nicht in die 5. Doch. Nein. Doch. Warum? Weil. Sie. Ja, die Chance. Ja, funktioniert eben. Ja. 3. Nein, machen die 5. Nein. Ja, 3. Machen die 3. Ja, okay. Ja, machen die 3. Es sei denn, machen die jetzt. Machen die 5. Machen die 5. Machen die 5. Machen die 5. Ihr könnt gerne lauter diskutieren, dann hört vielleicht eure Klasse und hat auch Ideen. Machen die 2. Okay. Ja. Jetzt kriegen die 4 Felder. Die Lehrer soll nicht helfen. Ja, dann kriegen sie hier. Ja, das ist doch egal. Dann können wir eins drüber machen. Nein! Doch, dann haben wir, wenn sie nicht drauf machen, machen sie. Wann machen wir eins drüber? Und dann machen die 2. Dann haben wir die 4. Machen die 6. Okay. Versuchen wir die 6. Ja, aber machen die 6. Ah, die Tigerenten haben es durchschaut, Finn. Ja, dann mach auch in die 6. Nein, in die 3. Auf jeden Fall in die 3. Ja. Oder, ja, machen wir in die 3. Dann haben sie hier. Ja, 3. Machen die 3. 3. So, warte, machen die 1. Können die nicht auszocken. Wir haben die 1. Warum sind die 3? Wieso sind die 3? Sollen wir es mal versuchen? Ja. Das ist ein ganz geheimer Move. Was wollen wir machen? Ja, sollen wir das mal machen? Das fällt ihnen sicher nicht auf. Ja, mach die 3. Ja, komm. Mach die 3. Hm? So wie er schreit. Naja. Wenn das jetzt funktioniert hätte, Mädels, sag ich. So, machen die 1. Okay, verloren. Ja.
Sollen wir es versuchen? Machen die eins. Jetzt machen die eins. Eins. Nein. Nein, nein. Eins. Eins. Eins und schwimmen. Eins. Wenn sie das. Schreit nicht so rum, das könnt ihr im Unterricht machen, aber nicht hier. Mach die Eins, weil bei der Zwei, wenn die da reinmachen, würden wir verlieren. Ich finde es super, es ist total spannend. Bisher ist ja alles offen. Aber wenn die jetzt in die Zwei und in die Vier reinmachen, dann sind wir auch wieder durch. Okay. Okay. Mach da auch die Vier, oder? Nein. Ja. Doch, mach auch nicht hier. Was die Frösche ganz gut gemacht haben, sie haben sich da links ein bisschen was aufgebaut. Ja. Das ist nicht so doof. Lass uns in die 6 machen. Die 6. Das machen wir. Machen die 6. Ja. Hä? Wie viel? So ein bisschen lange. Machen die 1. Ja, nicht 2. Nicht in die 2. Ja. Ja, wieso die 2? Marlene, du wusstest es. Es ist vorbei, Leute. Es ist vorbei. Leute, die Frösche haben gewonnen. 1, 2, 3, 4. Ich war so ein Kunde, ich hab's gar nicht mitbekommen. Das bedeutet Notbremse für die Frösche. Ja, was kommt denn jetzt? Ach ja, wir kommen zum Clubstar. Genau. Wir spielen Tanzbattle. Das wird richtig rhythmisch und ich mag dieses Spiel, weil es einfach super lustig und kreativ ist. DJ Max, was hast du denn Tolles vorbereitet? Ich mag das Spiel auch total gerne. Vor allen Dingen kann man sich richtig gut auspowern jetzt auf der Bühne. Es geht darum, verschiedene Tänze zu performen und zwar immer abwechseln. Tigerenten fangen an, Frösche machen weiter. Und die Tanzstile, die haben es ein bisschen in sich. Günther hat sich dann Teil überlegt, das werdet ihr gleich merken. Und Marlene, du fängst dann direkt an. Du legst los mit dem Ein-Ruderboot-Rudern-Tanz. Yes! Und die Fröschen machen weiter mit dem Blumenpflückentanz. Marlene wieder mit dem Schluckauftanz. Die Frösche wieder mit dem Ich-Friere-Tanz. Hier enden nochmal mit dem Trompetenspielen-Tanz. Und das große Finale jetzt mit dem Thrushen und mit dem Bogenschießen. Mega gut, euch. Wow, was für eine Performance. Zwei richtig starke Auftritte von beiden. Absolut. Habt es beide richtig gut gemacht. Und das Finn, ein begnadeter Theaterschauspieler ist, wissen wir ja schon. Aber liebe Frösche, was sagt ihr denn zu der Tanzperformance von Finn gerade? Also ich fand's richtig gut. Also ich fand den Moonwalk richtig cool, weil der kann das schon richtig gut. Finn, deine Klasse ist auf jeden Fall begeistert, ich auch, aber deine Gegnerin war auch richtig gut, das muss man sagen. Marlene hat das richtig gut gemacht, vor allem tanzt du auch in deiner Freizeit. Ja. Du tanzt Hip-Hop. Ja. Wie sieht denn so eine Tanzstunde aus, wenn ihr da loslegt? Wenn wir zum Beispiel einen Auftritt haben, stellen wir die Choreos auf, machen da alles und gucken, wer wo steht, wo ist ein Wechsel. Und momentan ist unsere Lehrerin leider krank, die hat sich am Bein verletzt. Und da haben wir auch eine sehr nette Schülerin von ihr als Ersatz gefunden und die unterrichtet uns jetzt. Und wie heißt denn die Lehrerin? Dani. Dani, gute Besserung an der Stelle. Ich hoffe, du guckst zu, denn du kannst sehr, sehr stolz sein auf Marlene. Sehr, sehr coole Moves. Finn auch, Respekt. Super cooler Auftritt.
Jetzt, lieber Max, liegt's an dir. Wir brauchen deine Bewertung. Na toll, ich muss das wieder machen. Mann, ich fange meine Tigerenten an bei dir, Marlene. Also man sieht wirklich, dass du das auch professionell machst, dass du echt tanzen kannst. Fand ich mega, mega cool. Aber du hattest halt auch sehr harte Konkurrenz, ne? Also Finn bei den Fröschen, ordentlich. Gerade der Moonwalk am Ende. Ich war Riesenfan, super coole Moves. Ich muss aber sagen, es ging ja auch so ein bisschen darum, oder es geht auch darum, die Tänze richtig gut umzusetzen. Und ich muss sagen, Marlene, du hast sie richtig gut umgesetzt. Die waren so richtig smooth drin in deiner Performance. Ich bin großer Fan, von daher die Runde geht an die Tigerenten. Notbremse für die Tigerenten! Stark! Super cool! Drei Notbremsen damit auf dem Konto der Frösche und zwei bei den Tigerenten. Die Tigerenten können punkten beim Clubstar dank Marlene. Notbremse also für Team Gelb. Und damit sind wir zurück im Clubraum, sprechen über das Thema heute an diesem Samstag, Einrad Freestyle. Carla und Florian, ihr habt eure Einräder mitgebracht. Ja. Flo, was ist das Besondere an diesem Einrad? Das unterscheidet sich hauptsächlich zu den Straßeneinrädern, damit dass es meistens relativ leicht ist und hier gerade ist und nicht so abgerundet. Ja. Kürzere Kurbeln und meistens ein weißer Reifen für die Halle. Am besten. Ja. Carla, wie groß müssen die Einräder ungefähr sein? Gibt es da eine Regel? Also die meisten sind ungefähr so bis zum Bauchnabel hoch, aber man kann es auch ein bisschen höher machen. Aber für den Anfang ist es oft ein bisschen niedriger, einfacher. Wenn ich so ein Einsteiger-Einrad kaufen möchte, was muss ich denn ausgeben? Wie lange muss ich sparen? Bei den Einsteiger-Einrädern, da beginnt es eigentlich meistens so bei 50 Euro, sage ich jetzt mal. Man bekommt die aber auch sehr gut gebraucht auf irgendwelchen Flohmärkten oder im Internet. Also das reicht für den Anfang vollkommen aus und vor allem auch für draußen. Und damit fangen die meisten bei uns im Verein auch an. Und wenn die dann einfach merken, okay, ich möchte jetzt auch ein paar schwierigere Tricks damit machen und möchte das vielleicht auch als Wettkampf weiter fortführen, dann kaufen die sich so ein Freestyle. Jetzt heißt das ja Einrad Freestyle. Und zu Freestyle gehören Tricks. Und ihr könnt jede Menge Tricks. Könnt ihr vielleicht mal jeder einen zeigen und auch erklären, was es da geht? Ja, klar. Okay, Flo, fängst du an, oder? Ja. Was zeigst du uns? Ich zeig euch Handfahren. Da fährt man mit den Händen. Und ja. Okay, also die Hände an den Pedal. Okay, krass. Und was sehen wir von dir, Carla? Also eigentlich fast das Gleiche, nur nicht mit den Händen auf den Pedal, sondern auf dem Reifen. Ja. Okay, das sind aber schon fortgeschrittene Sachen, Tamara, oder? Das sind auf jeden Fall fortgeschrittene Tricks, ja. Also gerade das Handfahren, das beherrschen in Deutschland aktuell nicht arg viele. Und auch das Handwalk Extended ist wirklich ein anspruchsvoller Trick. Und die Tricks liegen den beiden aber auch total gut und die üben die auch sehr fleißig. Genau, ja. Jetzt wollen wir von euch beiden mal die Kür sehen. Geht mal auf Position. Und vielleicht, Tamara, eine ganz kurze Frage noch an dich. Wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, hey, ich möchte das machen, vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort, wie fange ich damit an? Im Endeffekt reicht es schon, wenn man ein paar Tricks kann, eine coole Idee hat für eine Kür mit einer Musik, mit einem Kostüm und dann kann man eigentlich schon starten. Okay, und jetzt sehen wir mal, wie das die Profis machen. Hier sind Carla und Florian mit ihrer Paarkür Sägewerk Bad Segeberg. Mal in Bad Segeberg, dann kommen Sie uns besuchen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Buchen. Das Sägewerk Bad Segeberg sucht wirklich seinesgleichen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Eichen. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Fichten, die wir dann hier im Sägewerk schön aufeinander schichten. Im Sägewerk Bad Segeberg zersägen wir gern Tannen. Im Sägewerk Bad Segeberg gibt's auch mal kleine Pannen. Das Sägewerk Bad Segeberg ist unser ganzer Stolz. Jo. Im Sägewerk Bad Segeberg gibt's viel zersägtes Holz. Jo. Das Sägewerk Bad Segeberg ist der totale Bringer. Jo. Im Sägewerk Bad Segeberg hat niemand mehr 10 Finger. Hey, hey! Wir sind die Leute vom Handwerk. Gehen dahin, wo es schmerzt, bis kein Stein mehr auf dem anderen steht. Wow! Carla und Flo im Tigerenten-Club. Einrad Freestyle nennt sich das Ganze. Ich finde es so krass, wie ihr da draufsteht und einfach, das sieht so einfach bei euch aus. Aber was mich noch interessiert, ihr arbeitet ja als Paar zusammen. Wie kommt man da zueinander oder mischt ihr wild durch? Der Wichtige ist halt, dass man vom Tricklevel ungefähr gleich ist und ja, vom Alter auch. Und dann entscheidend ist die Trainer. Ja.
Also, Leute, danke für euren coolen Auftritt. Bei uns geht's gleich weiter mit dem Thema Einrad Freestyle. Vorher geht's aber weiter mit den Teams, die müssen beim Wiss-Quiz bestehen. Jetzt ist die Zeit der kniffligen Fragen. Muschta und ich haben ein paar knifflige Fragen vorbereitet, die werden wir euch gleich stellen. Wer mehr Fragen richtig beantwortet, der bekommt diese Notbremse. Jedes Team hat einen Joker und das ist der Klassenjoker. Der ist super cool, denn ihr dürft ganz offiziell und legal die ganze Klasse und natürlich Lehrerinnen und Lehrer um Hilfe bitten und was die dann sagen, loggen wir ein. Die Tigerenten liegen ein bisschen hinten, deswegen dürft ihr anfangen, aber vorher schauen wir mal auf die Kategorien. Unsere Themen sind Ritterburg, Sprache, Tiere, Erdkunde, Sport und Umwelt. Der Zufallsgenerator, er läuft und wenn die Tigerenten buzzern, dann gibt es eine Kategorie. Und ihr bekommt die Kategorie Sport. Es geht dabei um Ballspielen, genauer gesagt um American Football. Ich bin heute bei den Badener Greifs und die Jungs neben mir haben zwei ganz wichtige Positionen. Lukas ist Quarterback. Lukas, was macht denn ein Quarterback? Ich gebe den Spielzug an meine Offense und verteile dann den Ball entweder an den Running Back oder an den Receiver, damit das Play gemacht wird. Und genau so ein Receiver ist nämlich Kevin. Kevin, was sind deine Aufgaben? Also ich bekomme den Spielzug angesagt und laufe dann meine Route. Und wenn ich den Ball bekomme, dann versuche ich ihn zu fangen. Und das ist das Allerwichtigste, dass der Ball natürlich auch ankommt. Jetzt ist die Frage, Lukas, wie wirft man so ein Ei eigentlich richtig? Das können wir uns mal anschauen. Bevor wir wissen, wie wir den Ball werfen, wollen wir erst wissen, wie wir den Ball in der Hand halten. Dafür hat jeder Football eine sogenannte Naht, die du hier bei dir schwarz sehen kannst und bei mir weiß. Du kannst mal deinen Ringfinger an den Anfang der Naht drauflegen und den kleinen Finger direkt dahinter, ungefähr so. Du drehst deinen Oberkörper zum Ziel, gehst hier nach hinten mit dem Ball, bringst ihn hier nach oben, führen den Arm hoch über dem Kopf und verlassen hier den Ball. Das ist gar nicht so leicht. Um den Ball richtig zu werfen, muss man auf echt viele Dinge achten. Zum Beispiel auch darauf, dass man ihm eine bestimmte Rotation gibt, damit er möglichst gerade fliegt. Nur dann kann der Receiver den Ball gut fangen. Und das ist die Frage. Welchen Finger legt man ans Ende der Naht, wenn man einen Football greift? Die Frage aus dem American Football. Hier ist die Frage. Welchen Finger legt man ans Ende der Naht, wenn man einen Football greifen will? Ist das A, den Zeigefinger, der Ringfinger oder der Mittelfinger? So mein Finger, so, das ist der Ringfinger. Ich hätte jetzt auch Ringfinger gesagt. Ja. Dankeschön, Günther. Hier ist euer Football. Bei dieser Frage gibt es nämlich ein Requisit. Ringfinger. Wir nehmen Ringfinger. B. Ja. Wir loggen ein. B. Und diese Antwort ist richtig, Leute. Super. Erster Punkt für die Tigerenten. Jetzt seid ihr dran, liebe Frösche. Der Zufallsgenerator startet jetzt. Es geht um das Thema Erdkunde. Und da machen wir einen schönen Ausflug an die Ostsee. In den flachen Küstenbereichen der Ostsee leben viele Tiere. Wasser und Wind formen die Küstenlinien ständig um. Das Wasser ist zu salzig zum Trinken, aber es enthält viel weniger Salz als andere Meere. Denn große Flüsse bringen gewaltige Mengen an Süßwasser. Für Salzwasser aus dem Atlantik gibt es dagegen nur einen schmalen Eingang zwischen Dänemark und Schweden. Schwachsalziges Wasser wie in der Ostsee oder in Mündungsgebieten von Flüssen, wo Süß- und Salzwasser sich mischen, hat einen eigenen Namen. Und das ist die Frage. Wie lautet der? Hier kommt nochmal eure Frage, liebe Frösche. Sie lautet, wie nennt man schwachsalziges Wasser, wie zum Beispiel in der Ostsee oder im Bereich von Flussmündungen? Ist das A, Brackwasser, B, Wattwasser oder C, Moorwasser? Also Brack, Watt oder Moorwasser. Wenn es nur schwachsalzig ist. Watt hört man ja oft. Ne? Ja, ja, aber Brack habe ich auch schon mal gehört. Ja, Brack. Brackwasser. Ganz ehrlich, also ich weiß ja, nicht. Ja, ich weiß auch nicht, aber sollen wir Brack nehmen, Brackwasser? Sollen wir. Ja, aber wir haben ja auch noch den. Ja, Wattwasser würde ich nicht so sagen. Das ist ja mehr so an Salzwasser an der Nordsee. Ja, stimmt. Dann eher Brack. Ja, ja. Brack. Ja, dann nehmen wir es. Brackwasser.
Okay, dann loggen wir ein. Ihr habt entschieden. Aber Brackwasser. Yannick hält sich raus und sagt, Leute, ich habe damit nichts zu tun mit dieser Antwort. Das bedeutet, Clara, Finn, Respekt, die Antwort ist richtig. Die Frösche. Es steht 1:1 und der Zufallsgenerator läuft für euch wieder. Ritterburg, Sprache, Tiere, Umwelt. Es geht um Sprache und da geht es um Cowboys. Alle Hotels sind ausgebucht in Winnemucca. Und zwar wegen dieser Veranstaltung. Es handelt sich nicht um einen Cowboy-Jodel-Wettbewerb, sondern um konzentrierte Arbeit. Die Rinderhirten auf dem Monitor werden versteigert. Die kurzen Schreie bestätigen einen Verkauf. 200 Tiere, $30.000. Aha. Doch jetzt zur Frage. Welches Fremdwort gibt es für Versteigerung? 3, 2, 1, verkauft. Hier kommt eure Frage. Welches Fremdwort gibt es für Versteigerung? A, Auktion, B, Aktion oder C, Lektion? Auktion. Ich hätte jetzt A oder B gesagt. Aktion ist doch, du tust was. Ja. Das ist ja die Aktion. Du tust in diesem Moment. Also, ich würde A sagen. Ja. Dann machen wir A. Dann machen wir A. Dann loggen wir ein. A, Auktion. Richtige Antwort. 2:1 für die Tigerenten. Jetzt seid ihr wieder dran, liebe Frösche. Und Yannick darf buzzern ab jetzt. Umwelt. Also, viele Ideen sind ja gefragt, um die Umwelt zu schützen. Und wir stellen euch eine davon vor. Chicorée ist beliebt als Salat oder Gemüse. Gegessen werden aber nur die Blätter, die aus der Rübe treiben. Die Wurzelrübe selbst kommt auf den Kompost oder in die Biogasanlage. Eine ziemliche Verschwendung, meint ein Team der Uni Hohenheim. Hier machen sie aus der Rübe Plastik. Und das geht so. Kleinhacken, Wasser dazu und unter hohem Druck kochen. Heraus kommt eine gelbe Flüssigkeit, die wie Karamell riecht und schmeckt. Und simsalabim, daraus machen sie kleine Bröckchen, aus denen man Plastikprodukte herstellen kann. Und da ist die Frage, woraus werden bis jetzt die meisten Kunststoffe hergestellt? Wir wollen also von euch wissen, woraus werden die meisten Kunststoffe, bis heute zumindest, hergestellt? A aus Erdöl, B aus Holz oder C aus Baumharz? Das war Erdöl. Erdöl. Woher wisst ihr das? Erdöl. Das habe ich auch schon mal. Das in vielen Berichten kommt das auch drin vor. Ja. Also die um Umwelt gehen. Wir loggen ein A Erdöl und es ist in vielen, vielen Millionen Jahren aus abgestorbenen Kleinstlebewesen im Meer entstanden. Und Herr Rabowski nickt, denn das ist richtig. Erdöl. Punkt für die Frösche. Weiter geht's bei den Tigerenten. Es geht noch um Ritterburg und Tiere. Ja. Und wir mögen Tiere? Ja. Okay, da bin ich gespannt, ob ihr euch auch auskennt mit Ammoniten. Auf der Schwäbischen Alb findet man Versteinerungen urzeitlicher Meeresbewohner. So sahen sie ungefähr aus. Vor Millionen Jahren war hier nämlich ein Meer. Ammoniten nennt man die gepanzerten Tiere. Manche waren nur ein paar Zentimeter groß, doch sie konnten eine beachtliche Größe erreichen. Die größte bekannte Versteinerung hat einen Durchmesser von etwa 1,80 Meter. Verwandte der Ammoniten leben noch heute. Es sind die Tintenfische. Und da kommt die Frage, zu welcher Gruppe von Tieren gehören Ammoniten und Tintenfische? Ihr Ammoniten-Expertinnen, zu welcher Gruppe gehören diese Ammoniten und Tintenfische? A, zu den Kopffüßern, den Nasengehern oder Bauchärmlern? Ich würde sagen, wir nehmen den Joker. Joker. Wir nehmen den Joker ein. Wir ziehen den Klassenjoker, ist ja gut. Letzte Frage, ergibt absolut Sinn. Dann gebe ich die Frage mal weiter an euch. Bitte schön, das Mikrofon. Es dürfen Antworten gesammelt werden. Fang bitte nochmal an, bitte. Ich habe ein Referat über Tintenfische gehalten und es müsste A sein, also eigentlich Kopffüße. Okay. Andere Meinung? Nein. Nur Zustimmung. Dann nehmen wir also A.
Was für eine Note gab es denn auf das Referat? Eine 1? Dann muss das ja stimmen. Ja. Und diese 1 war völlig verdient. Die Antwort ist richtig. Sehr schön. Wir haben nur noch ein Thema. Ritterburg. Richtig, aber vorher gibt es wie immer einen Film. Es gibt unterschiedliche Burgtypen. Wasserburgen, Höhenburgen und Wohnburgen, sowie die Burg Eltz. Aber egal welcher Burgtyp, die Ritter und ihre Familien wollten satt werden. Wie bei uns zu Hause. Auch auf Burgen ging ohne Küche nichts. Aber es gibt Unterschiede. Marie, du bist Burgführerin auf der Burg Eltz. Wie haben die Menschen im Mittelalter überhaupt gegessen? Das Hauptnahrungsmittel war damals Brot. Egal welchem Stand man angehört hat, jeder hat Brot gegessen. Je höher der Stand, desto feiner war das Mehl häufig gemahlen. Du stehst auch direkt vor unserem Ofen hier auf Burg Eltz. Das ist ein Steinbackofen, der aus Vulkanstein gebaut wurde. Ja, wenn man das Brot dann gebacken hatte, ließ man es oft in Körben von der Decke herunterhängen. Das kann ich dir sogar zeigen. Da vorne sind solche Körbe. Du merkst, sie sind direkt unter der Decke aufgehangen. Dann kommen die Tiere nicht dran, können dein Brot nicht klauen. Und daher kommt auch unser Sprichwort, den Brotkorb höher hängen. Fleisch war was ganz Besonderes, das haben nur reiche Menschen gegessen und Wild auch nur Adlige. Wenn man Fleisch hatte, hat man es oft haltbar gemacht, man hat es geräuchert. Dazu wurde es an solchen Räucherkronen aufgehangen, die konnten dann im Rauch des Feuers geräuchert werden. Und welches Gemüse und welche Kräuter haben die zum Kochen benutzt? Ja, zum Beispiel hier den Kohl, den du direkt vor dir hast, gerade so. Kohl oder Gemüse hat man oft auch eingelegt oder getrocknet. Das hat das Gemüse haltbar gemacht. Und dann gab es auch Kräuter aus dem Garten, beispielsweise hier wie den Salbei. Kräuter hat man aber auch genutzt, um Krankheiten zu heilen und zu behandeln. Salbei hilft zum Beispiel auch gegen Halsschmerzen. Und den Pfeffer, den kennst du gut, oder? Wir benutzen das heute ganz oft für alle Sachen. Damals war Pfeffer sehr teuer. Also den hat man nur sparsam verwendet. Wer mit Pfeffer würzen konnte, der musste sehr, sehr wohlhabend, sehr reich sein. Also Pfeffer war also so wertvoll, dass es aufgewogen wurde mit Stopp. Das will ich von euch wissen. Vielen Dank an Philippa, unsere Kinderreporterin, die auf der Burg Eltz unterwegs war. Eure letzte Frage lautet: Um den großen Wert einer Sache zu betonen, sagt man, sie werde aufgewogen mit A, Platin, B, Diamanten oder C, Gold. Das Gold. Sprichwort lautet eigentlich Gold, glaube ich. Sollen wir nicht mal einen Klassenjoker einsetzen? Ja, wir Platin haben. Und Diamanten ist beides wertvoller als Gold tatsächlich. Aber das Sprichwort lautet, also man sagt Gold. Hätte ich jetzt. Sollen wir nicht den Klassenjoker einsetzen? Also, Clara, Finn, Yannick hat gerade ziemlich cool erklärt, was ja, er denkt. Also Herr Rambowski hat auch schon einen Daumen hoch gesagt. Also tun wir uns jetzt mit der Klasse zusammen und ziehen jetzt nochmal den Klassenjoker, damit er offiziell ist. Er ist gezogen. Herr Rabowski, hier noch mal ganz kurz. Das ist eindeutig Gold. Aber Diamanten sind doch mehr wert. Das stimmt, aber das Sprichwort, wie Yannick das schon richtig sagte, heißt Gold. Wir loggen ein. C, Gold. Und Pfeffer war übrigens im Mittelalter zum Teil tatsächlich genauso teuer wie Gold. Die Antwort ist richtig. Das bedeutet, unser Wissquiz ist entschieden. Eine Notbremse für die Frösche. Und eine Notbremse für die Tigerenten. Jawohl. Ein schönes Unentschieden. 4 Notbremsen bei den Fröschen, 3 Notbremsen bei den Tigerenten. Beide Teams richtig clever bei unserem Wissquiz. Und das heißt Notbremse für die Tigerenten und Notbremse für die Frösche. Und jetzt werden Tamara, Carla und Florian eure Fragen beantworten zum Thema Einrad Freestyle. Seid ihr soweit? Ja. Ja. Also Leute, erste Frage. Was ist das Schlimmste, was euch mal passiert ist bei dem Hobby? Bin ich gespannt. Ja, ich bin mal aufgestiegen und dann bin ich übergekippt. Und dann meine 2 Frontzähne sind abgebrochen. Okay. Und die mussten dann halt wieder hingeklebt werden. Aber sonst... Sonst ist alles okay. Ja. Und bei dir? Also, so eine richtig eine schlimme Sache ist mir noch nie passiert. Nö. Ist doch schön. Also, ist nicht ganz ungefährlich, aber man kommt natürlich rein, da passieren auch weniger Dinge. Dann eine Frage, okay, von Desiri. Habt ihr einen Schlachtruf? Ja, ja, wir haben einen Schlachtruf, ja. Sollen wir den mal sagen? Ja. Okay, bitte. Volle Power, volle Fahrt, Einradwiesel sind am Start. Einradwiesel, so heißt euer Verein, oder? Und das Team. Genau, ja. Sehr schön.
Hier, gute Frage, wie hält man das Gleichgewicht auf einem Einrad? Gibt es irgendwelche Tipps? Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man einen geraden Oberkörper hat, dass man auch die Arme rausnimmt, um einfach die Balance zu halten. Und dann ist es wichtig, einen ganz gleichmäßigen Tretrhythmus zu haben und nicht so stockend zu treppeln. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Bist du eigentlich auch Einrad gefahren? Ja, ich fahre selber auch Einrad. Also ich habe mit 7 angefangen, aber mit Wettkämpfen erst seit ich 15 bin. Mhm. Und habe jetzt aber meine Wettkampfzeit erstmal beendet, weil ich mich einfach mehr auf das Training von den anderen, von unseren Nachwuchsfahrern kümmern möchte und auch noch ein paar organisatorische Aufgaben habe. Genau. Ist ja auch eine schöne Aufgabe, sich um die Talente zu kümmern. Ja, voll. Die nächste Frage, finde ich eine ganz lustige Frage. Dürft ihr mit den Einrädern auch in die Schule fahren und macht ihr das? Also ich habe es einmal gemacht, da hatte ich eine Aufführung in der Schule, aber sonst eigentlich nicht, weil der Reifen wird dann auch schmutzig und so. Okay, das heißt, die müssen natürlich auch gut behandelt werden, die Räder, oder? Ja. Du hast es auch nicht gemacht, oder? Wie viele Räder habt ihr insgesamt? In der Familie 5 oder 6. Okay, wer braucht die alle? Mein Vater, mein Bruder und die restlichen ich. Okay, und bei euch? Also wir haben jetzt 3 für mich und meine 2 Schwestern, aber wir hatten auch schon noch mehr, aber die haben wir dann, weiß nicht was, gemacht, irgendwas. Und eine Frage lautet, wie viele Medaillen habt ihr insgesamt und Siege, boah, wisst ihr das? Also Medaillen 42. 42 ja. Stück? Ja, und Pokale, ich glaube 6 oder 7. Also ich habe jetzt, glaube ich, nur 1 Pokal und Medaillen, glaube ich, so 8, 39. Das heißt, es gibt eine Wand bei euch zu Hause irgendwie und da hängen die alle? Ja. Ja, also ungefähr. Ach, krass. Habt ihr ein Vorbild? Wenn ja, wer? Gibt es sowas bei euch? Ja, Lisa Hani. Das müsst ihr kurz erklären, wer ist das? Eine gute Einradfahrerin. Okay, und das würdet ihr sagen, ist so das Vorbild von euch allen? Von mir, ja. Von Flo. Carla, hast du auch eins? Kein bestimmtes. Und dann, ob ihr auch mit den Einrädern durch die Straßen manchmal fahrt? Mit meinem draußen Einrad ja. Ja. Aber mit dem Halleneinrad eher nicht. Eher nicht. Ja, nee, auch nicht. Wo Corona war, dann haben wir draußen trainiert, aber sonst nicht. Okay, vielen, vielen Dank für eure Antworten. Danke natürlich an euch da zu Hause für die ganzen Fragen. Jetzt heißt es wieder Daumen drücken, denn es geht um die nächsten Notbremsen bei den Tigerenten und den Fröschen. Die nächste Notbremse zu erhalten, müssen sich jetzt unsere Tigerenten und Frösche durch einen richtig fiesen Quälgang kämpfen. Und wenn sie dann im Ziel angekommen sind, passiert Folgendes. Zeig mal, Günther. Günther, an die Glocke. Nee, hör. Ja, noch einmal. Noch einmal. Ähnlich. Nicht also, schlecht. So muss es klingen. Oh, ja. Und dann gibt es die Notbremse. Aber zuvor, Muschi hat es gesagt, liegt ein kniffliger Quälgang. Wir wünschen viel Spaß dabei. Ja, und dieser Quälgang, der ist super lang, also man sieht euch kaum da hinten. Aber die beiden Mädels hier, die sind am Start, Clara und Marlene. Es geht los in 3, 2, 1, go! Oh, Turbo-Start bei den Fröschen. Das ist eine gute Taktik, die Clara da hat. Marlene verliert da schon mit ein paar Meter, muss jetzt schnell vom Brett runter und dann geht's ab durch den Tunnel. Clara mit einem guten Vorsprung schon, ist richtig flott unterwegs. Marlene muss jetzt ein bisschen reinigen. Clara ist super schnell, schnappt durch die Tür, aber Marlene ist hier dicht auf den Fersen. Ich sehe Clara von meinen Fröschen schon. Komm schon, Marlene! Deutlichen Vorsprung. Komm schon, Clara! Sehr gut, sehr gut! Ja, ja, ja! Hier ist das Ziel! Und... Yes! Wow! Was für ein Vorsprung, Clara! Richtig, richtig gut gemacht. Das bedeutet, diese Notbremse geht an die Frösche! Oh, das war echt knapp. Willkommen im Klettergarten. So sieht er aus und aktuell steht es 5:3. 5 Notbremsen für die Frösche, 3 aktuell für die Tigerenten. Eine Notbremse wird aber noch vergeben. Genau. Vorher geht es hier durch diesen krassen Kletterpark. Wir starten gleich mit Yannick von den Fröschen. Und zwar mit dem komplizierten Brettschieber. Dann kommt der Tarzan- und Jane-Sprung. Vorher muss aber noch ein Luftballon zum Platzen gebracht werden. Auch auf der anderen Seite wartet ein Konfetti-Ballon. Dann nochmal alle Kraft zusammennehmen für...
Das Hangelhindernis und richtig, dann das Spinnennetz. Am Ende des Spinnennetzes wartet die Glocke. Und wenn die Glocke ertönt, wird die Zeit gestoppt. Und diese Zeit muss dann von den Tigerenten geschlagen werden. Es geht los für die Frösche in 3, 2, 1, go! Auf allen Vieren geht es über den Brettschieber nach vorne. Das sieht doch gut aus. Sehr gut, Yannick. Schöner Start für Yannick beim Brettschieber. Macht er gut? Gute Technik. Jetzt einmal die Luftballon und dann wartet der Tarzan- und Jane-Sprung. Achtung. Jawohl, schnapp dir dein Seil. Schnapp dir dein Seil hinter dir. Schneller. Ja, da. Und los geht's. Jawohl. 35 Sekunden. Und jetzt immer mit einem Schritt nach vorn, genau. Jetzt geht's durchs Hangelhindernis, das ist das anspruchsvollste Hindernis. Ich finde das alles anspruchsvoll. 50 Sekunden. Ja, jawohl, zu greifen gekriegt und direkt mit einem Bein nach vorne. Jawohl, sehr gut. Immer direkt weiter, das ist die richtige Taktik, das macht er gut. Ja. Und direkt einen Schritt nach vorn, ja. Gut durchgezogen und jetzt hast du nur noch ein Hindernis vor dir und vorher nicht den Ballon vergessen. Oh, sehr gut. Vor allem ruhig geblieben in der Situation. Ja! Den Luftballon sofort erwischt, das ist eine gute Zeit. Absolut. Und jetzt große Schritte, Yannick, und nochmal alles an Armkraft zusammennehmen, was du hast. 1 Minute und 25 Sekunden. Das schaffen wir. Große Schritte, Yannick, du machst das super. Sehr gut. Nochmal beißen, ein paar Meter sind es noch. Komm schon, alle feuern dich an. Rein mit dem Fuß und nach vorne, zieh, 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 zieh. 1,50 und wir stoppen die Zeit. Gut gemacht, Yannick. 1 Minute, 52 Sekunden. Das ist die Zeit der Frösche und ich hoffe, diese Zeit wird jetzt von meinen Tigeretten geschlagen. Emilia steht bereit, es geht los in 3, 2, 1, go! Komm schon, Emilia! Oh, wow! Oh mein Gott! Respekt! Emilia ist eine bezaubernde Maschine, das ist super! Den Luftballon! Und schnappte das Seil und Jane Sprung! Das andere Seil, das andere Seil! So geht's natürlich auch gut, und weiter. Jawohl, im Vorbeigehen wird er mitgenommen. Wie ein Wirbelwind geht's hier für ihn hier durch. Und immer mit dem Ball direkt auf das nächste Hindernis. Oh, jetzt hängt Emilia mal ganz kurz komplett in der Luft. Kurz durchatmen. Genau, weiter. Genau so, gar nicht nachlassen. Richtig super, gut. Emilia, super. Du hast noch genug Zeit, du schaffst das. 1 Minute und 4 Sekunden. Schwing mich nach vorn. Denk an den Ballon. Ja, ja, ja. Und das Spinnennetz. Es sind noch 53 Sekunden. Das Ding fährt sie nach Hause. Das Ding holt Emilia. Komm schon, die letzte Notbremse. Ist das spannend? Ja. Ui, jetzt lassen die Kräfte nach. Das ist natürlich echt fies hier am Ende. Jetzt, oh, bitte nicht verhaken mit dem Bein, nicht zu schnell werden. Komm schon. So, du hast noch 33 Sekunden, also alles gut. Das wird was, das wird was. Und? Emilia war 27 Sekunden schneller. Die letzte Notbremse geht an die Tigerenten. You did it. Emilia ist die schnellste im Klettergarten. Letzte Notbremse für Team Gelb. Und jetzt ist die Frage, wer gewinnt unser großes Finale? Ihr könnt in der Kika-Quiz-App abstimmen. Ihr habt Punkte gesammelt, die ganze Sendung über. Und jetzt könnt ihr diese Punkte auf euer Team setzen. Wer gewinnt das große Finale? Tigerenten oder Frösche? Für dieses Finale gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Gold und 600 Euro. Oder Silber, 400 Euro. Und der Lehrer oder die Lehrerin muss in die Schleimdusche. Es entscheidet sich, wer als erster von der wilden Tigerente fällt. Für euch und nochmal zur Erinnerung, die Spielregeln.
Ihr dürft euch nur mit einer Hand festhalten. Wer zuerst runterfällt, hat verloren. Und eure Mannschaften helfen euch mit Notbremsen. 5 haben sich die Frösche erkämpft und 4 die Tiger. Es ist ein super spannendes Finale. Liebe Teams, benutzt die Notbremsen. Lasst eure Reiterin nicht so zappeln. Unser großes Finale beginnt in 3, 2, 1, go! Los geht's! Valentina, 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 Valentina. Bei den Tigerhärten ist raus. Clara, schön locker, Walli. Gibt uns sogar noch ein Peace-Zeichen von der Ente. Valentina sitzt gut, Valentina sitzt gut. Achtung. 2 Notbremsen noch bei den Tigerhärten, 3 bei den Fröschen. Valentina, Valentina. Achtung. Ihr setzt für die Notbremsen. 2:1 noch. Oh, das wird spannend. Clara, festhalten. Keine Notbremse mehr. Eine noch? Walli, nein, 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 nein. Und vorbei, vorbei. Das ist geschafft. Das geht sogar. Was super. Bleibt hier, bleibt hier, bleibt hier, bleibt hier. Kommt zu mir, Finn, Clara. Für euch gibt es diesen coolen Goldpokal. Für die Tigerhärten gibt es heute den Silberpokal. Bitteschön. Und jetzt Frau Rode, ich darf Sie bitten. Kommt mal alle her. Liebe Tigern. Tschüss. Noch ein bisschen nach vorne, Frau Rode. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Wir zählen runter. 3, 2, 1, go. Go. Oh nein. Hallo. Hallo. Da gibt's eine schöne Schleimdusche. Ansonsten Glückwunsch an die Frösche. Und wenn ihr euch fragt, habt ihr die kleine Glückstigerente gewonnen? Das erfahrt ihr, indem ihr jetzt auf euer Smartphone schaut. Da gibt's, falls ihr gewonnen habt, einen Gewinnercode für euch. Und wir sagen natürlich Danke an unsere tollen Gäste. Dankeschön, Florian. Vielen Dank. Dankeschön, Carla. Dankeschön, okay. Tamara, für euren Besuch. Was ist denn das nächste große Turnier? Wo müssen wir Daumen drücken? Also für dieses Jahr sind wir jetzt erstmal fertig. Ja. Nächstes Jahr beginnt dann die Qualifikation im April. Die geht dann bis in den November rein für die Weltmeisterschaft 2024. Die Daumen sind gedrückt, damit das klappt. Vertretet uns würdig, uns Deutschland. Und wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, nächste Woche. Bis dahin. Tschüss, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss.